Schiffbrüchiger hier, Captain! So. Wie Schoner. Ein Schoner manövrieren und fähig machen, habe ich doch gemacht. Oder war es kein Schoner? So. Alle Segel raffen! Ups, falsch. Männer, Großsegel bergen. Ups, auch falsch. So. Hier ein Schoner. Großsegel, los geht's! Mehlsegel, ihr reift Segel raffen! Eine Sekunde bitte. Ah, gut. Muss man laut aus meinem Zimmer vertreiben hier. Und die Kreuzkopfsegel ein! So. Mach dir das Reden. Zeig was. Feuer! Da, Captain! Ups. Wenn ein Schiff brennt, ist es manövrierunfähig. Sie können entweder dann nahe heransegeln und B drücken, um es zu entern. Und zu versuchen, seine. Oder. Und die Hälfte. Okay. Ah! Können sich nicht mit uns messen. Gib den Befehl, Sir! Feindliches Kriegsschiff! Kutter! Wo? Spanische Flagge! Die sind allein! Feuer! Daneben! Alles klar für den Aufprall! Sie geht gleich unter! So, da mal schön hinsegeln. Ein bisschen laden. Ja, Mann. Que tengo un buen día, señor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Inglés? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Eieiei. Nice, nice, nice. Oh, das war lustig. Ich muss mir gerade ein bisschen das Grinsen verkneifen. Ich spreche dir eine Englisch. Ich verstehe nicht. Ja. So, 35 Stoff haben wir gekriegt, 15 Zucker, 4 Feuerfässer und eine Crew. Dann reparieren wir los. Check door. Und. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstehen. Ein komisches Gefühl, mit so viel geraubter Fracht an Bord zu segeln. Gewöhn dich dran. Wir müssen noch ein paar Prisen holen, um den Tag profitabel zu machen. So, wo noch Friesen? So, dann segeln wir kurz noch da hinten. Da habe ich mich, glaube ich, gerade ein paar schöne Boote gesehen. Down below, man.
Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten. So. Okay, das dauert ein bisschen länger, mein Gott. Komm, die paar Meter und wir müssen aufpassen, da ist ein scheiß Kanonenboot, das muss, glaube ich, danach zerschmettern. Ja, da vorne ist auch noch. Okay, ist alles entdeckt. Wie weit komme ich? Ah, noch nicht so weit. Schade. So. Treffen wir halt. Ja. Dran. Jungs, alle Segel reffen! Yo, heave, go! Heave, heave! So, dann gehe ich mal wieder an meine Lieblingssache hier. Heute mal geplündert, 25 Stoff, 10 Rum, Rum und eine Crew. Guter Fang heute, Camry. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Ach, ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusagen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hä? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. Ja, da spricht der gute Borte, unser Freund Honeygold. Oder Hornygold. Jetzt segeln wir erstmal hier in den schönen Hafen hinein und... Nehmt die Rahn aus dem Bett! Schmack es, Jungs! Einhol! Einhol! So. Alle seht mir etwas wahr! Jetzt auch schön manövrieren hier. So, und dann sind wir gleich hier in Salt Cay. In die Wanden alle Segel reffen! Haltet kräftig dagegen! Set up.
Ach komm. Was ist das denn hier? Che le trae por aquí, capitán? So, Rumpfausbau. Schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut und Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben. Wir preisen deren Fehl. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Ich mache jetzt kurz eine kleine Aufnahmepause. Und ja, ich würde dann sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Hey Leute, und da bin ich wieder, Luca von Weird Entertainer. Ja, wieder bei Assassin's Creed 4. Ei. Leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Das Sound ist so leise, um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten schon besser? Unheil. Besser? Ein paar kleine Fische, um die großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain. Sehr gut, ich soll jetzt Metall plündern. Öffnet die Hauptsegel! Alles klar. Dann lass uns mal lossegeln. Fernrohr? Ja. Segel voraus! Eine Militärbrig am Horizont! Gutes Auge, Mann! Bist du bereit dafür, Kenway? Denn sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür, die Brig aufzubringen? Ruft ein! Na, genau das wollte ich hören! Gib das Signal! Bemannt die Kanonen! Vorsicht mit der Navy, Jungs! Ebenso ran wie Breitseiten gehen. So, weiter. Oder? Nein, gute Idee. Was ist das hier? Warten auf dein Zeichen, Cap. Locker trimmen, alle Segel einholen. Beinahe fertig, Sir. Steuerkämpfen, du reißt uns in Stücke! Das hat Schaden angerichtet! Feuer! Ah, ja. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Waffnen und trimmen! Sie feuern, Sir! Einhol! Feuer! Sie, Captain, halt sie mit Ketten und Schossen auf! Feuer! Ich muss Sie feuern, Sir!